Stimmen zum heutigen Spiel werden präsentiert von unserem offiziellen Energiepartner, den Stadtwerken Lübeck. Tommy-Gruppe, 1-2 verloren in Regensburg und das eigentlich nach einer über weite Strecken guten Leistung. Wie analysiert ihr das? Was nehmt ihr aus diesem Spiel trotz der fehlenden Punkte wieder mit? Ja, du hast es schon angesprochen. Ich glaube, dass wir eigentlich für ein Auswärtsspiel ganz gut ins Spiel reingekommen sind. Meiner Meinung nach die besseren Torchancen, mehr vom Spiel eigentlich bis zum 1-0. Natürlich bitter, dass wir dann nicht mit dem 1-0 sogar in die Pause gehen, sondern noch das zweite fangen. Das spiegelt den Spielverlauf absolut nicht wider. In der ersten Halbzeit kommen dann nach der Pause sehr gut wieder raus, haben uns auch viel vorgenommen, haben gesagt, wir haben schon mal in Mannheim nach dem 2-0 Rückstand noch was geholt. Das haben wir uns wieder so vorgenommen, kommen halt wie gesagt gut raus, machen dann das 2-1. Haben weiter versucht, ein Tor zu schießen, ist leider uns nicht mehr gelungen. Natürlich bitter im Moment, dass wir uns für oftmals gute, ordentliche Leistungen nicht belohnen und leer jetzt mit leeren Händen nach Hause fahren. Tut uns auch leid für unsere Fans, die auch einen mega weiten Weg auf sich genommen haben. Ich glaube, heute Morgen viele um 4 Uhr morgens losgefahren sind, um uns hier zu unterstützen. Absolut geil, dass sie da waren, super Stimmung gemacht, uns nach vorne gepeitscht. Wir hätten gerne mit den Fans zusammen hier was mitgenommen. Ist uns leider nicht gelungen, aber müssen weitermachen, Kopf hochnehmen, das Positive mitnehmen aus dem Spiel und dann uns aufs nächste Spiel wieder gut vorbereiten. In welchen Kleinigkeiten, mehr sind es ja eigentlich nicht, muss man arbeiten, dass es schnell auch wieder 3 Punkte gibt? Ja, absolut. Ich glaube, wir dürfen halt die leichten Fehler, die wir drin haben im Spiel, die werden in der dritten Liga immer hart bestraft und die müssen wir versuchen abzustellen. Und auf der anderen Seite auch unsere Chancen, die wir haben, auch wenn es vielleicht kleinere sind, die dann auch effektiver nutzen, um dann halt auch mit Punkten aus dem Spiel rauszugehen. Nun ist nächste Woche Viktoria Köln das nächste Heimspiel. Wie bekommt man das hin, bis dahin die Köpfe freizukriegen, sich nicht anstecken zu lassen von, gab jetzt auch eben wieder die eine oder andere Frage nach 8 Spielen ohne Sieg und sowas, dass man befreiter in so ein Spiel gehen kann, wie das heute ja auch der Fall war. Ja, wie gesagt, an den positiven Dingen, die man ja auch heute wieder gesehen hat, daran anknüpfen und die Dinger, die wir nicht gut gemacht haben, da müssen wir uns verbessern und jetzt haben wir erstmal wieder eine lange Reise nach Hause vor uns. Da, glaube ich, kann man auch schon einiges verarbeiten, weil wir mit den Jungs zusammensitzen und über das Spiel sprechen und versuchen, die Fehler zu finden, was wir gemacht haben und die dann abzustellen, schnellstmöglich und dann halt wieder auch Spiele zu gewinnen und erfolgreich zu sein. Tommy, viel Erfolg dabei. Danke erstmal. Gute Heimfahrt. Dankeschön. Philipp Klevin, erstmal die Frage, wie hat die Nase oder das Jochbein denn gehalten unter der Maske? Gut, also schränkt mich in keinster Weise ein. Bisschen ungewohnt hin und wieder, aber ich habe ein gutes Gefühl damit. Und die Leistung hat ja auch dann gezeigt, dass es mich nicht einschränkt. Von daher bin ich da zufrieden mit. Genau, das ist so. Die Leistung von dir war gut. Die Leistung des Teams war über weite Strecken eigentlich auch ganz gut, oder? Wie hast du es von hinten erlebt? Absolut. Ein bisschen schwierig. 40 Minuten richtig, richtig guten Ball gespielt, auswärts. Und dann halt zwei kapitale Fehler halt gemacht und dann steht es auf einmal zur Halbzeit 0-2. Du schaust dir in die Augen und weißt gar nicht so richtig, was passiert ist. Und dann haben wir versucht natürlich, wie wir das eigentlich auch in der Vergangenheit so gemacht haben, uns wieder reinzukämpfen. Es ist uns super gelungen. Dann waren wir da, Platzverweis für den Gegner und dann nimmst du natürlich so hinten raus noch so ein bisschen den Esprit einfach raus, weil du natürlich auch noch einen Platzverweis kassierst, aber rundum eigentlich ganz eine ganz ansprechende Leistung, aber es ist halt alles dann nichts wert im Endeffekt. Genau, am Ende stehen 0 Punkte. Trotzdem kann man auf verschiedenen positiven Dingen ja aufbauen. Und vielleicht kannst du es erklären, welche sind denn die Dinge, diese Kleinigkeiten, die man braucht, um dann auch mal ein Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Das ist ja nicht viel, was fehlt. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Es ist relativ viel wert in dieser Liga, wenn du 1-0 in Führung gehst, dann einfach vielleicht ein bisschen kaltschnäuziger sein und dann 1-0 einfach in Führung zu gehen, wer auch immer das dann ist, in welcher Form auch immer. Ich glaube, dass das schon viel, viel gut machen kann und dann das Spiel schon in eine Richtung lenkt. Ja, und dann
müssen wir nicht drum herum reden. Das sieht ja, muss man kein Fußballästhetiker sein, um zu sehen, dass wir im Spielaufbau Fehler machen, hin und wieder, und dann halt auch dafür bestraft werden. Ja, die müssen wir einfach abstellen, müssen halt schauen, dass wir dann hinten raus nicht immer jedes Mal einen Rückstand hinterherlaufen, sondern dass wir dann versuchen, einfach mal die Führung über die Zeit zu bekommen. Wie kriegt man jetzt die Köpfe schnell wieder hoch auf der Rückfahrt? Ist ja schon eine lange Strecke. Was müsst ihr tun, damit gar nicht erst negative Gedanken jetzt nach so einer unglücklichen Niederlage aufkommen, sondern gleich das Positive wieder in den Vordergrund rückt? Ich zähle mich da jetzt dazu. Wir haben genug Leute, die vielleicht jetzt ein paar Problemchen haben und da ein bisschen mental zu kämpfen haben, wieder aufzurichten. Blick geht nur nach vorne, der Kopf bleibt oben. Die Leistung ist gut, das Ergebnis ist nach wie vor nicht so, wie wir das uns vorstellen. Aber wir haben wieder eine harte Woche vor uns. Wir wollen Gas geben, mal lochen und dann einfach auch mal zu Hause den Knoten platzen lassen. Und zu Hause wäre es natürlich umso schöner und auch mal was zurückgeben, weil diese ganzen Kilometer, die hier auch für uns abgerissen werden, ja, dass man da halt einfach, dass man das nicht belohnen kann, das tut uns dann im Endeffekt noch viel, viel mehr weh, als dass wir die 3 Punkte nicht mit nach Hause nehmen können. Du sagst es schon, der Block war heute auch wieder richtig gut gefüllt. Muss man schon sagen, Respekt an die Jungs. Das nehmt ihr auch auf dem Platz so richtig wahr, denke ich, ne? Dass das richtig gute Unterstützung ist. 100%. Also wir wissen einmal, was wir daran haben. Also wir fahren gleich auch die Kilometer zurück, die heute angereist haben. Das ist schon eine Nummer. Und wir sind unheimlich dankbar. Das kann man hier auch nochmal mit aller Deutlichkeit sagen. Wir wissen das sehr zu schätzen und es tut uns im Herzen weh, dass wir das einfach auch nicht belohnen können. Aber wir werden halt alles in die Backschale werfen, um das bald zu ändern. Danke, Philipp Klevin. Viel Glück dabei. Danke.